Und damit, what the fuck? Ist das dein oder meine? Das wird nicht gut gehen, was wir hier... Würdest du den mal gut machen, bitte? Danke. Ja, also gleich am Anfang möchte ich was sagen. Musik an erstmal. Ja, gleich am Anfang möchte ich was sagen. Es wird am Anfang, wird wahrscheinlich, wenn ich mit Vendetta zusammen aufnehme, also mit Creepy Pasta Kind. Moment, Aufnahme, Start. Soll ich mal wird es ab und töten? Zu Lecks kommen bei mir, weil, naja, die Internetverbindung hier ist müde gesagt schön. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs und wir zu zweit, das ist das neue WIP-GS, was ich mir jetzt gekauft habe. Zudem gibt es jetzt hier einen Warp Never. Wenn ihr / Warp Never eingebt, dann könnt ihr hier, spawnt ihr hier und dann könnt ihr bei den Aufnahmen gucken, hier halt, Moment, hier, herzlich willkommen auf den Splainer Cast, hier, was da alles, was alles so für Möglichkeiten gibt hier, dann stehen hier so ein paar Infos zu den Special, zu den Aufnahmen, bla bla bla, und eine Menge mehr. Da hinten ist momentan so ein bisschen komisch eingerichtet, die Geschenke-Ecke, die persönliche Geschenke-Ecke, hier haben wir eine kleine Spendentruhe, falls da jemand was spenden möchte. Oh, das Banner drin. Rosa schräg recht geteilt invertiert. Orange Raute, rosa Balken. Was? Jo. Ist weiß, genau wie das andere. Hier ist ein Skelett irgendwo. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ne, das war Creepy Crunchy. Creepy Crunchy! Das ist. Ich hol's mir. Ich hol's mir, ich hol's mir. Ich glaube, um das sehen zu müssen, muss ich. Eins. Moment, da muss ich, glaube ich, Ressource-Pakete Default anmachen, um die Banner sehen zu können. Ah. Nee, ich kann meine so sehen. Ja, du hast auch das Default-Paket an. Okay. Nee, hab ich nicht. Sieht aber geil aus. Ich hatte das Whalepack 4 drin. Na, ich habe nur... obwohl, warte mal, ich kann mal gucken, ob ich eventuell Optionen, Ressource-Pakete... Hab ich denn... Cyber-Ghost-Pack habe ich drin, mal gucken, was das sein soll. Bestimmt irgendwas Minecraft-mäßiges. Oh, da leckt es gerade. Das ist aber sehr, sehr mittelalterlich. Ressource-Pakete, gucken wir mal ganz kurz, ob das Summer. Das Summerfields könnte ich nehmen. Moment, wir haben es gleich. Wir haben es gleich, meine lieben Zuschauer. Wir haben es gleich. So. Wow, das Summerfields funktioniert ja super. Option Ressource-Pakete. Ah, das ist Add-on für Summerfield. Oh, hier ist eine Fackel. Craft Jada haben wir hier noch. Herr Sommer Medieval haben wir noch. Das könnten wir mal probieren. Einfach, Alter, sieht das gerade geil aus. Einfach, ne? Um die Banner mal zu sehen. Ich habe mich gerade mal in dich gedreht, ne? Also, dass ich durch deine Augen gucken kann und habe da eine Fackel an. Ne? Jetzt leuchten deine Augen von innen. Oh, okay. Kürbis. Okay, dann, also, für diese Aufnahme. Ich habe Folgendes geplant gehabt auf diesem Grundstück. Und das kam, die Idee kam mir gerade... Und zwar bauen wir uns hier einfach ein riesengroßes, sagen wir mal, ein riesengroßes Haus, in dem dann verschiedene Leute einziehen können. Weißt du wie ich mir das so gedacht habe? So, verstehst du? Ungefähr? Ja. Die Frage ist, bauen wir das riesengroße Haus unterirdisch oder überirdisch? Was meinst du? Wie siehst du das? Oh, die Kommunikation wird vielleicht nur ein wenig schwer, weil jedes zweite Wort bei ihnen leckt, wer never wisst. Aber wir sind auch. Wir können eventuell auch Steam ausmachen und über den Chat reden. Das geht. Weiß nicht. Naja, also ich meine, schreiben über den Chat. Mit dem Lecken, das wird nämlich nicht aufhören. Glaube ich. Nee, oder man geht vielleicht TS oder CTS. Das funktioniert auch nicht, nein. Wir müssen bloß langsam eine Entscheidung treffen, weil wir labern schon 5 Minuten sinnlos. Ja, egal, lass Team lassen, ist scheißegal, ich höre dir eh nicht zu. Okay.
Gut, hier seht ihr jetzt, meine lieben Freunde, hier seht ihr schon mal eine gut gefüllte Kiste. Das hat folgenden Grund, da wir natürlich nicht alles erfahren wollen von Anfang an, sofort wieder, habe ich aus unserem anderen Inventar schon mal was geholt, was da alles so lag. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir auch dann mal die Webcam jetzt an, denn in dieser Aufnahme wird es mal eine Webcam mitgeben für alle, die zuschauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, kleinen Moment. Webcam. Hier sind schon wieder Skelette. So. Webcam an. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag an alle, die draußen sind. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe keine Ahnung, wie wir anfangen sollen. Ich nehme einfach mal jetzt ein bisschen Stein. Was meinst du, wie legt man denn los? Ich nehme ja, wir haben ja ein paar Diamanten, wir haben Kohle, Eisenhammer, wir haben Eier. Ich würde sagen... Ah ja, stimmt. Und das ist nur ein Haus, oder wenn wir... Moment. Ich mache meine Musik aus. Das habe ich nämlich extra noch gestern gekauft, wenn, schnell. Wenn wir, ein Haus bauen wollen, brauchen wir erstmal die Grundmauern. Ich würde sagen, ich zieh mal... Oh, da liegt eine CD. Danke! Ja, hab ich mitgenommen. Ja, ja, das ist eine CD. Hilfe! Ich würde sagen... Nee, warum brennen die Pfeile? Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, die Grundmauern zu ziehen. Und du kannst ja in den Grundmauern eventuell das Gras gleich mal rausreißen, dass wir den Boden reinziehen können, oder? Wie siehst du das? Wie reiße ich denn das Gras raus? Mit einer Schaufel. Oder? Meinst du nicht? Mit der Schaufel reiße ich nur... Mit der Schaufel reiße ich nur das ganze Erdblockzeug raus. Witz? Wenn ich eine Schaufel nehme, dann, wenn ich das auf Erde mache, dann reiße ich nur die Dings raus, dann reiße ich den kompletten Erdblock mit raus. Naja, genau das sollst du doch machen. Hast du gesagt, ich soll das Gras rausmachen, das war wie eine Schere. Oh, Vendetta! Das ist ein Typ, der... Creepypasta kennt. Ich muss gucken, dass ich in die Webcam auch reingucke. In die Webcam gucken. Also, wo soll ich jetzt denn, soll ich jetzt das Erde entfernen? Ach nee, das geht jetzt schon wieder mit diesen Blöcken nicht. Na genau da, wo ich jetzt hier diese Wall ziehe, da kannst du anfangen, hier innen drinne. La 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 la. Hier. Inzwischen den Blöcken, wenn du da wohnen sonst. Ja, genau da. Aber schau mal bitte, schau mal bitte. Ja, hier unten ist eine Höhle. Hier unter ist eine Höhle. Hä? Guck mal. Lol. Was ist das denn? Hinter dir. What? What the fuck? Du hast einen Krieg. Da unten ist einfach alles hohl. Was ist das denn? Lass uns reingehen. Krieg! Ey, das sieht irgendwie voll geil aus. Guck mal, da hinten ist eine Wüste. Krieg! Wir haben eine unterirdische Farming Base, würde ich sagen. Krieg! Aua! Ich bin fast tot. Warte, ich heil dich. Ich bin Mage. Achso. Nee, falsches Spiel, würde ich sagen. Jetzt kommst du natürlich hier nicht wieder hoch, gell? Ja, ich baue mich hoch. Ich habe Erde. So. Okay, dann würde ich sagen... Könntest du mir noch einen Erdblock? Warte. Könntest du mir noch einen Erdblock unterreichen? Gut. Warte, nee, ich nehme Holz. Ja, gut. Zu spät. So, dann geht's mal weiter. Soll ich das jetzt machen? Ich soll hier. Hier soll ich, oder? Nein, da drin, innerhalb, da wo du gerade warst. Oh. Da wo du angefangen hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das war richtig. 6, 7. Und deshalb, wir verstehen uns heute überhaupt nicht. Also, das ist... Achso. Schieben wir es auf die Legs, ja. Okay. Meintest du das eigentlich vorhin ernst, was du meintest, was du gesagt hast mit dem Klavierspielen, dass ich das in deinem Let's Play machen soll? Warum nicht? Wenn du kannst. Keine Ahnung. Können wir uns nachher zum Schluss mal oder zwischendrin mal so eine Ausnahme... Hier, oder? 3, 4, 5, 6, 7... Ich hab das doch hier stehen. Klang wundervoll. Oh mein Gott. Okay, du kannst mal die rote Diskette einwerfen, die dir die... Naja, nee, Creeper, das war nur... Die dir die Creeper Crunchy gegeben hat. Wir wollen ja hier auch die Namen. Beide fasten gleich. Ja.
Vendetta wirft jetzt die Scheibe ein. Lala, la la la, la la la, was für eine tolle Scheibe. Oh mein Gott. Das höre ich mir auch immer an, wenn ich abends schlafen gehe, also so ist das nicht. Auch immer so. Aber ich mache alles richtig gerade, oder? Ja, alles schön. Bestimmt, doch, mal kurz wieder. Was hast du getan? Creeper Crunchy, genau sowas höre ich auch vor dem ins Bett gehen. Wenn ich vorhab, wieder munter zu werden. Der YouTube-Rang sieht voll geil aus, wenn man in den Grafikpack. Als ob Insider LP. Er hat Insider falsch geschrieben, das ist bestimmt ein Insider gewesen. Genau das haben wir auch gerade gedacht. Keiner sagt Hallo zu mir. Who came in touch in Aquila? Der grüße Wasserkind. Der grüßt du. Ja, ich bin voll süß. Nee, jetzt, ich werde, du bist 100 mal früher fertig wie ich. Mit was? Was? Och nö, jetzt kommen schon wieder die Witze, Alter. Kannst du genauso fragen, was ist der kleinste Dom, Alter? Den habe ich nicht verstanden. Ja, den kann ich dich jetzt fragen. Was ist der kleinste Dom? Den werde ich trotzdem nicht verstehen, auch wenn du mich nochmal fragst. Ja gut, dann sage ich dir jetzt die Antwort dazu. Das Kondom. Da passt nur einer rein und der muss sogar stehen. Oh, 3, 4, genau, 5, 6, 7, nicht dran denken, nicht dran denken, nicht dran, nein, nicht dran denken. 4, 5, 6, Alter, ich hab's genau richtig gemacht, wie geil. Verbrennt. 3, 4, 5, 6, 7. Verbrennt es. Ja, gut, dass du es einsiehst. Habe eine eigene Flapmat, das reicht wohl. Immer diese Wabens, lügen immer. Ich wollte gerade sagen, flieg mal hoch und guck dir es mal an, aber du kannst ja gar nicht fliegen. Ich bin ja auch, ich bin, ja, tut mir leid, dass ich keine Biene bin. Ist da Stein drunter? Halt nicht fliegen. Stein, ja. Ne? Stein und Sand. Und Loch. Und Loch. Stein, Sand und Loch. Solltest du übrigens die andere Platte in die Kiste tun und nicht einfach auf die Erde werfen. Das wäre vielleicht... Übrigens, du hättest ja auch die Diamantschaufel nehmen können, gell? Das ist dir schon klar. Die in der Kiste lag, diese super spezielle Schaufel, die ich gerade in der Hand habe. Du könntest ja allerdings auch mit den Diamanten, die in der Kiste liegen, eine Schaufel bauen. Alles Optionen, die du gerne austesten darfst. Ich find's geil, dass ein Kaktus ist. Ja, ich hab das jetzt nicht gemacht, wegen Dings, weil ich dachte... Ich hab das jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, dass du das Zeug vielleicht noch brauchst. Nein! Und Diamanten und sowas. Nee, die sind für uns. Gönn dir. Große Portion gönn dir. So. Ich wollte gerade den Crafting Table aus Erde bauen. Das hält so bestimmt super. Ja, klingt gut. So. Crafting Table. Man kann dieses R so schön räumen bei dem Wort. Crafting Table. Ach nee, das ist was anderes. Crafting Table. Craft meines Amtes. Ja. So. Wollen wir Eichenholz oder wollen wir Birkenholzbretter nehmen? Birke sieht schöner aus. Ein helleres Holz oder eher ein dunkleres aus? Ich würde eher hell jetzt nehmen. Jetzt nicht momentan. Ja, kannst du drin. Vielleicht Eiche verbauen, dann hast du einen Kontrast drin. Ich rede doch von drin. Ach so, ich dachte, du gerätst von draußen. Ja, weiß ich nicht. Ja, helleres. Naja, man kann es ja mischen. Man kann zum Beispiel Möbelstücke wie Sofa und sowas kann man aus Eiche bauen und den Boden aus Birke. Oder sowas. Weißt du wie? Oder umgekehrt. Ich meine jetzt eigentlich erstmal nur Wand und Dings bei Möbelstücken.
keine Ahnung, bin ich in Folge 300 oder so. Folge 300, ja, dann Klatsch. Sind wir denn? Oh, was ist das denn? Schmiddi. Ach ja, ich wollte noch mal sagen. Es regnet Kohle. Hier. Ich wollte noch mal sagen, ich bin jetzt übrigens bei dem Never Guest LP von Inside Mine auch dabei in dieser Folge. Weil ich war ja jetzt ein paar Mal nicht da, weil ich keine Zeit hatte. Ja. Aber natürlich habt ihr mich alle vermisst. Was tust. Ja, ja, also doch. Nein, haben wir nicht, überhaupt nicht. Gar nicht, keiner hat die vermisst. Ja. Das konnte man überhaupt nicht hören. Wenn du aufnimmst, ist auch langweilig. Ja, das, war echt ganz spannend jetzt die letzte Zeit. Aber du hast schon recht, ohne dich ist alles doof, Vendetta. Oh. Ich habe noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben. Kann der mal aufhören, überall zu spawnen? Ich habe noch nie in meinem Leben so. Kannst du mal reden lernen? Ich brauche eine Spitzhacke. Ich mache mir jetzt nicht alles aus Diamanten. Und darum packen wir da mal. Ich will es noch nicht. Ich habe jetzt eine Webcam angemacht. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich es mit der Webcam drauf auch hochlade. Es ist bei mir immer so. Ja, vielleicht mache ich, vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gefragt habe. Hattest du jetzt, wo du vorher gewohnt hast, hattest du da eine bessere Internetleitung oder hast du jetzt gerade eine bessere Internetleitung? Ich hatte da, wo ich vorher gewohnt habe, eine viel bessere. Die war doppelt so gut. Und im Upload, glaube ich, viermal so gut. Also. Ja, das Problem wird jetzt für dich sein, wenn du mit Webcam hochlädst, wird die Datei natürlich noch größer, ne? Ach nee, das ist kein Problem. Ich lade momentan The Forest Displays hoch, die sind 40 Minuten lang. Ja, also, wie lange sitzt du daran? 6 Stunden, glaube ich. Achso, dann geht das so. Ja, wenn du arbeitest, ist das kein Problem, lässt du durchlaufen. Aber wenn du eine Schule hast... Schule? Ach, ich morgen übrigens hab keine Schule mehr, das ja, ist schon weiter her mit der Schule, das... Ey, ich hab morgen um 11 Uhr Schulschluss, Alter. Richtig geil. Nee, kann ich nicht machen. Wir machen da nichts, wir machen. Ich muss ganz... Redet, ich hab gerade mit mir selber geredet, ich hab dir zugehört. Hab ich. Ja, du redest immer mit dir selber, tschüss. So. Dann kommt das so auf deine Arbeit. Du arbeitest so. Herr Nevergest, mit wem redet sie denn da? Ich glaube, also prinzipiell werde ich auf Arbeit eigentlich nicht mit Herrn Nevergest angesprochen. Machen die Leute nicht. Weiß auch nicht wieso, aber... Ja, aber ich weiß nicht, ob ich deinen richtigen Namen sagen darf. Deswegen sage ich das nicht. Nee, es also darf niemand wissen, dass ich Frank in Wirklichkeit heiße. Das darfst du ja nicht erzählen. Niemand. Niemand darf wissen, dass ich Frank heiße. Nein. Saurons Auge. Ja, das, nee. Tschüss. Falsch. Hast du das genommen heute? Nee, gestern, nee, Spaß. Zu wenig, du meinst so. Zu wenig heute, ja. Nee, gestern hat mich eine Lehrerin gefragt, ob ich Drogen genommen hätte, weil ich so müde war und irgendwie so... Verständlich. Ich hab geplant, ich war so richtig müde. Ich sah so richtig müde aus und dann haben mich alle gefragt, ob ich drauf wäre. Ich so, nee, Digga, geh mal weg. Würde ich auch zu meiner Lehrerin sagen, ey, nee, Digga, ich nicht Drogen. Willst du jetzt eigentlich die Diamantschaufel haben oder willst du mit deiner Eisenschaufel weitermachen? Oder hast du eine Diamantschaufel? Ich hab auch eine Diamantschaufel. Ach so. Dann halt ich die gut. Ich hab auf Klassenfahrt zum Beispiel zu meiner alten Deutschlehrerin habe ich auch so Digger gesagt, weil da draußen war so ein Kind, ja. Er schreit da so rum, ja. Und wir wollten schlafen, ja, weil wir so am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen mussten. Und es war irgendwie 2 Uhr morgens. Was macht ein kleines Kind um 2 Uhr morgens draußen? Abgesehen davon. Ich so, dann kommt so die Lehrerin da so ins Zimmer und sagt so, ey, pennt alle gut. Ich so, ey, Digga, entweder machen sie das Fenster zu, oder sie schreien da raus, oder sie erschießen das Kind. Sie haben diese drei Optionen.